Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir meine neue Maskenwoche starten. Wie du siehst, hat mein Gesicht definitiv Feuchtigkeit und Pflege nötig. Deswegen geht's wieder los mit der neuen Maskenwoche. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In dieser Maskenwoche werde ich 7 Tuchmasken an 7 Tagen testen und sie dann am Ende vergleichen und euch dann ja mein Ranking nennen. Ich nehme euch einfach mit auf die Reise und hoffe, es gefällt euch. Und wir starten heute einfach mal mit der Xmas Spices Maske von Face Love. Ja, es ist noch Dezember. Heute ist der 30. Dezember. Und da habe ich mir gedacht, komm, da kannst du die noch drauf machen. Es ist noch nahezu Weihnachten und ich bin mal gespannt, ob ich gleich aussehe wie der Weihnachtsmann. Ja, dann geht's mal los. Ich gucke rein und sehe, ja, sie wird bunt. Ja, und sie riecht weihnachtlich. Also das wird interessant werden. Ich nehme sie raus. Und sie ist ganz gut durchfeuchtet. Ich mag die Masken von Face Love, ja. Die habe ich schon das ein oder andere Mal getestet. Und ja, jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob die Christmas Version auch entsprechend gut ist. Okay, also die Maske ist riesig und sitzt auch nicht unbedingt gut auf der Haut. Leute, guckt euch das an. Oh mein Gott. Ja, ich lasse die Maske jetzt einwirken und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben. Eine Viertelstunde später sitze ich nun wieder vor euch und die Maske ist wirklich merkwürdig. Also mein Mund ist hier. Dieses Teil hier ist vollkommen getrocknet, weil es halt dörtig, dass du atmest immer wieder, ne? Dann getrocknet wird. Du kannst nicht wirklich durchgucken. Du hast zwar diese Schlitze hier, aber... Also, naja, wie dem auch sei, die Maske ist ziemlich, ziemlich trocken jetzt. Ich nehme sie jetzt auch mal ab, aber ihr könnt gerne nochmal dieses wunderschöne... diesen Anblick genießen. Also ich finde es furchtbar. Ja, hier bin ich wieder. Offensichtlich habe ich ein paar Haare mit unter die Maske gepackt. Das ist aber nicht weiter schlimm. Naja, dann massiere ich mir mal das restliche Serum, was nicht unbedingt viel ist, ein. Also das ist wirklich größtenteils schon eingezogen. Ja, was sage ich dazu, ne? Also, hat jetzt nicht so wunderbar abgeschnitten, muss ich gestehen. Das war jetzt nicht mein Favorit. Also... ich habe zwar erst diese Maske getestet, aber ich habe ja auch schon ein paar andere mit euch zusammen getestet. Ja, ne? Hautbild ist okay, ist mit Feuchtigkeit versorgt. Ja, das hat sie definitiv gemacht, aber es ist jetzt nicht umwerfend gewesen. Ich hatte jetzt nicht das bombastische Hautgefühl. Sie hat Gott sei Dank nur dezent gerochen. Du hattest einen leicht parfümierten Geruch, aber nicht zu extrem. Es war schon winterlich definitiv, ja. Was soll die überhaupt machen? Das soll wie eine Kompresse wirken, die die Haut mit intensiven Wirkstoffen versorgt und die Haut soll sich erholt intensiv mit Feuchtigkeit versorgt und geschmeidig anfühlen. Also ich muss sagen, Stand jetzt ist, dass meine Haut sich erstmal nur klebrig anfühlt. Bis das Ganze dann eingetrocknet ist, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern, denn irgendwie, ja, ne, will die Maske nicht so einziehen, aber also... meine Haut spannt nicht. Sie fühlt sich gut mit Feuchtigkeit versorgt an. Ja, aber ne, sie glänzt auch ein bisschen, ist ein bisschen glowy geworden. Dementsprechend, ja, du hast Feuchtigkeit bekommen. Sie sah aber echt blöd aus. Also ich habe mir jetzt wirklich von diesem Weihnachtsmann-Bild irgendwie was Hübscheres erhofft. Aber naja, hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Und die Augenschlitze waren echt furchtbar. Naja, aber wie dem auch sei... würde ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen, war aber auch nur eine Limited Edition, die wird aber wahrscheinlich nächstes Jahr ungefähr ähnlich wiederkommen. Dieses Winter Spices Gedöns, naja, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber als kleiner Gag und für ein Instagram-Bild ist es allemal ganz niedlich. Tag 2, es ist der Silvestermorgen, also der 31.12. Ich bin gestern sehr spät ins Bett gegangen, weil wir uns schon mal so ein bisschen vorbereiten wollten, dass wir heute etwas länger durchhalten. Naja, dementsprechend Augenringe des Todes sind am Start und ich hoffe, dass die Todesmeermaske von Salt House mir jetzt so ein bisschen hilft. Das ist nämlich eine Maske mit Repair-Effekt, unterstützt die Zellbioaktivität, regeneriert und glättet mit Seefenchel. Los geht's! Die hatte ich in einer Box drin. Sie riecht angenehm frisch. Aber nicht säuerlich, also das ich denke, dass es ganz gut wird. Und die ist unheimlich, unheimlich doll getränkt, aber
mit einem dickflüssigen Serum. Und das finde ich sehr angenehm, weil dann wird die nicht so auf dem Gesicht rumrutschen, denke ich. Hoffe ich. So, die sitzt jetzt ganz gut auf der Haut. Dann lasse ich die jetzt mal einwirken und wir sehen uns gleich wieder. So, 15 Minuten später kann ich die Maske jetzt wieder abnehmen. Und sie ist immer noch ordentlich feucht gewesen. Das muss ich wirklich sagen. Also die Maske ist nicht verrutscht und die Feuchtigkeit ist wirklich da geblieben, wo sie hin sollte. Und wenn ich jetzt so über meine Haut fasse, wow, das fühlt sich richtig gut an. Anfangs hat sich die Maske nicht so schön angefühlt auf der Haut. Das heißt, es hat ein bisschen gebrannt. Es hat ja einen sehr, sehr kühlenden Effekt gehabt. Also das fand ich nicht so gut, weil es ist Winter und da brauche ich das jetzt nicht, dass es ultra kalt auf meinem Gesicht ist. Aber im Prinzip war es ganz gut. Und zum Ende hin wurde es besser. Das war dann nicht mehr so kalt oder so. Und ja, dann war es halt angenehm und pflegend. Der Geruch war die ganze Zeit relativ säuerlich. Also das ist ja nicht ganz so meins, aber dadurch ist es halt. Das sind halt ja auch die Inhaltsstoffe irgendwo ein Stück weit, ne? Das klärt und pflegt und wie auch immer, das ist dann halt so. Damit komme ich dann auch in dem Moment klar. Ich muss sagen, je länger ich das in mein Gesicht einmassiere, desto samtiger wird die Textur von dem Serum, von der Maske. Das gefällt mir richtig gut. Also es ist jetzt ja sehr eingecremt, das Gefühl, ne? Das wird jetzt dadurch, dass ich natürlich jetzt auch auf meinem Gesicht rumreibe und so warm. Sehr warm. Mein Gesicht fühlt sich jetzt an, als hätte ich das frisch eingecremt. Ich kriege die Maske auch nicht komplett eingearbeitet. Das muss halt jetzt erstmal ganz in Ruhe einziehen. Es ist aber ein schöner Effekt. Also das steht ja auch drauf mit Beauty-Effekt. Mindert kleine Fältchen und so. Also da gucke ich vor allem so bei meinen Augen immer ganz gerne. Ja, hat sie wirklich. Also ich würde sagen, ja. Und hat das Hautbild auf jeden Fall verschönert. Das fühlt sich frisch. Gepflegt, fühlt sich gut an. Jetzt ein bisschen rot, ne? Weil ich halt die ganze Zeit drin rumgerieben habe. Was willst du erwarten, ne? Aber es ist, ja, geiles Teil. Also wirklich, das muss ich wirklich sagen. New Skin, also ich habe jetzt keine neue Haut. Gott sei Dank. Ich mag meine Haut. Joa, mit flüssigem Mineralienkonzentrat. Mit Magnesium, Calcium, Kalium, Brom und vielen Spurenelementen. Also sollen Hautunebenheiten ausgeglichen werden und Faltentiefe vermindert werden. Jo. Also zu dieser Maske definitiv ein Daumen nach oben von mir. Richtig, richtig geil. Definitiv super. Nachkaufprodukt. Merkt euch das. Tag 3 und heute in meinem schicken Schweinchenrosa Lieblingsschlaf. Pulli. Passend zu meinem Schlafpulli habe ich auch eine rosane Maske und zwar von Balea die Tuchmaske Be Cute. Beruhigende Pflege mit Hagebuttenextrakt für jeden Hauttyp und hey, es ist einfach Bambi drauf. Es ist eine Limited Edition gewesen. Kriegt ihr vielleicht noch bei DM, könnt ihr ja mal schauen. Und dann wollen wir die mal austesten. So, die soll intensive Feuchtigkeit für einen strahlenden und frischen Teint spenden. Bin ich gespannt. Ja, dieses Hagebuttenextrakt, das riechst du wirklich. Also das ist nicht zu verkennen. Hier haben wir die Maske, die wirklich sehr gefeuchtet, der sehr gut durchfeuchtet und mit Serum getränkt ist. Positiv, du hast schon mal große Augenaussparung. Und sie sitzt eigentlich ganz gut, aber sie löst sich halt, wenn ich rede, ne? Das sieht man ja. Also sie sitzt nicht optimal auf der Haut. So, das Ganze lassen wir jetzt einwirken und dann sehen wir uns gleich wieder. 20 Minuten und ein paar Instagram-Bilder später sitze ich nun hier und nehme die Maske leider wieder ab. Aber ich finde sie so niedlich. So niedlich. Wobei mein Freund eben ins Wohnzimmer kam und sagte: Oh, Sammy, guck mal, ein Tiger. Das ist kein Tiger. Das ist ein Rehkitz. Das ist ungefähr genau das Gegenteil von einem Tiger. Naja, so. Jetzt ist das Ungetüm auch von meinem Gesicht. Ich massiere mir mal die Maske schön ein. Also es ist noch genug Serum da, um es einzumassieren tatsächlich. Joa, also die Maske war angenehm. Sie hat die Haut wirklich schön gepflegt. Also sie hat jetzt nicht irgendwie geprickelt auf der Haut, sie hat nicht gebrannt. Und ich fand sie wirklich gut. Ja,
Also der Geruch war schön und sie stand zwar ein bisschen ab, also auch hier hat sie sich nicht ganz angeschmiegt, aber das ist, glaube ich, auch immer der schwierigste Punkt, weil du atmest ja immer durch die Nase. Dadurch wird es dann hier schnell trocken und dann steht natürlich die Maske schnell ab. Alles andere war immer schön durchfeuchtet und ja, war sehr, sehr gut für die Haut. Und jo, das sollte sie auch machen. Also die Maske sollte Feuchtigkeit spenden und ich habe sie ein bisschen in den Haaren, deswegen kämme ich mir das immer so ein bisschen nach hinten. Das verklebt dann manchmal, aber das kämme ich dann mit einer Bürste nachher durch. Ja, das sollte sie machen. Sie sollte die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, sie sollte die Haut beruhigen und einfach sanft sein. Und das hat meine Haut auch tatsächlich gebraucht. Ja, also, ne, jetzt während ich hier mit euch geredet habe, ist die Maske eingezogen. Es ist jetzt ein bisschen klebrig auf meiner Haut. Und ich finde, dass mein Hautbild auf jeden Fall ganz gut aussieht. Natürlich hatte ich jetzt ein paar Tage frei. Dementsprechend sieht meine Haut auch etwas beruhigter im Allgemeinen aus. Also keine Augenringe oder sowas. Also ein bisschen Augenschatten, aber ne, läuft auch. Ja, also ich finde die Maske wirklich toll. Von mir ein mega fetter Daumen nach oben und so. Und eine klare Kaufempfehlung für euch. Neuer Tag, neues Glück. Heute möchte ich gerne mit euch die Maske von dem Tauschpaket von der lieben Emilia austesten. Und zwar ist das die von Sephora mit grünem Tee und die soll das Gesicht mattieren. Sephora! Und da bin ich ganz gespannt drauf. Ich freue mich drauf und hoffe, dass dieser grüne Tee gut riecht. Auf geht's! Also sie riecht schön frisch, aber auch nicht jetzt sauerfrisch, sage ich mal. Ne? Also ist positiv für mich. Und sie sieht rosa aus. Das finde ich jetzt schon mal ziemlich geil. Oh Gott, sie ist mega mit Feuchtigkeit getränkt. Das finde ich auch sehr geil. Oh, Emilia, was hast du mir für ein geiles Ding eingepackt? Okay, Pink war tatsächlich nur dieses Vlies, was das Ganze zusammenhält. Und diese Maske sitzt wunderschön auf der Haut. Das ist so ein dünnes, schönes Vlies. Und da bin ich so gespannt, wie das sich jetzt, ja, auf meinem Gesicht verhalten wird. Ich lasse das Ganze jetzt einwirken und dann sehen wir uns gleich wieder. So, 20 Minuten später sitze ich nun hier. Ich habe sie 5 Minuten länger draufgelassen, als ich durfte. Hier siehst du noch, dass sie etwas feucht ist. Hier haben wir wieder die kritische Atemstelle. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und so, jetzt habe ich sie abgemacht. Also, sie war ja eben extrem mit Feuchtigkeit getränkt und jetzt ist fast nichts mehr drin. Heißt, es ist alles in meine Haut eingezogen. Also größtenteils, ne? Ein bisschen was ist noch da, das verreibe ich jetzt, aber es ist hammer, hammer geil gewesen. Wahnsinn. Also das war eine schöne Maske. Das war am Anfang sogar so, dass die so nass war, dass mir das hier so ein bisschen runtergelaufen ist. Dann habe ich das immer schön in meinen Hals einmassiert. Oh, das war angenehm. Leute, ich sag euch das. Ganz, ganz tolle Maske. Sie hat ein bisschen an so etwas wunderen Stellen. Ich habe zum Beispiel hier aktuell auf meiner Oberlippe ein bisschen, dass es Wunder ist, weil es ist einfach jetzt gerade trocken und so, ne? Da hat es ein bisschen geprickelt, ein bisschen, ja, gebrannt nicht, ne? Aber halt ein bisschen geprickelt. Aber im Großen und Ganzen hat das alles ganz gut funktioniert und ja, auch der Geruch war sehr angenehm. War nicht negativ frisch, sondern positiv frisch. Und also meine Haut fühlt sich jetzt auch wirklich gut an. Also die Maske sollte ja hauptsächlich mattieren. Und das hat sie wohl. Also gut, meine Nase ist immer so diese typische Glänze-Geschichte, ne? Also die glänzt eigentlich irgendwie immer. Frag mich nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich mich am Tag immer so an der Nase rumpacke. Mich vor allem, mir. ja, aber ansonsten finde ich, dass meine Haut gesund aussieht. Dafür, dass ich diese Nacht nur 4 Stunden Schlaf hatte, sieht meine Haut richtig gut aus. Also es ist jetzt am Abend meines ersten Arbeitstages im neuen Jahr. Und da hatte ich irgendwie nur 4 Stunden Schlaf. Ich konnte nicht einschlafen. Mein Schlafrhythmus ist irgendwie noch nicht ganz da. Und ja, also dafür, dass ich eigentlich relativ fertig war heute, sieht meine Haut gut aus, sie strahlt und also die Maske hat mir wirklich richtig gut gefallen. Also da weiß ich echt nicht. Also dieses Ranking, was ich am Ende haben werde, wird mir extrem schwer fallen. Leute, das wird mir schwer fallen, ich sag euch das. Also meine Haut fühlt sich jetzt einfach gut an. Ich finde auch irgendwie, dass meine Poren minimierter aussehen, auch wenn sie das, glaube ich, gar nicht hätte machen sollen, aber hat sie. ja. Mensch.
Also, wenn ihr die seht, nimmt sie mit. Die ist gut. Kann ich euch empfehlen. So, heute testen wir von Balea wieder die Beauty Therapy Folientuchmaske. Die soll eine glättende und intensiv feuchtigkeitsspendende Pflege geben. Sammy hat sich gerade da vorne hingelegt. mit Juvenescence, das ist Jugendlichkeit, und Duohyaluronsäure. Gucken wir mal. Ich habe gehört, dass die wirklich auch wie so Silber auf der Haut aussehen soll. Ich habe wie immer einen Toner verwendet und mache mir die jetzt drauf. Das ist so eine zweigeteilte Maske und da bin ich echt gespannt. Also die riecht wirklich mild, aber du hast schon ein bisschen dieses, Simi ist ganz neugierig. Du hast schon ein bisschen dieses Gefühl, dass da auf jeden Fall irgendwie eine Hyaluronsäure auch mit drin ist. Sammy, das ist nichts für dich. Das ist eine Maske für Frauchen. Und ja, sie ist silber. Von innen hat sie so ein schwarzes Vlies, was man sich dann auf die Haut aufgeben muss. Und dann schauen wir uns das mal an. Also die Maske gibt gut Feuchtigkeit ab und sie fühlt sich gut auf der Haut an. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber mir gefällt es gut, wie es sich anfühlt. So, die lassen wir jetzt ein bisschen einwirken und ich werde gleich meinen Freund erschrecken. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, 15, 20 Minuten so den Dreh später ist die Maske von außen total trocken. Also wirklich trocken und von innen fühlt sie sich nach wie vor noch schön feucht an und mega angenehm. Ich sehe extrem spacig aus. Also das ist echt der Wahnsinn. Ja, jetzt nehme ich sie runter. Sie saß super gut auf der Haut. Wie die aussieht. Ja, und du siehst auch immer noch, na, weiß ich nicht, ob man das sieht, aber ich sehe es. Doch, man sieht es, ne? Ja, dass da halt derbe noch Serum drin ist. Und ja, doch, das war echt cool. Dadurch, dass du ja durch diese Aluschicht, diese Schutzschicht außenrum zu hattest, hat das echt viel, viel Gutes gemacht. Also hat das nicht von außen so ausgetrocknet, sondern wirklich dafür gesorgt, dass deine Haut dieses Serum aufsaugt. Und das fand ich mega gut. Das habe ich auch echt gemerkt. Und ja, saß 1A auf der Haut. Dieses Vlies ist so angenehm. Also vom Tragekomfort, Leute, ist das schwer zu toppen. Im Sommer stelle ich mir das sehr schwierig vor, weil ich denke, dass die dann sehr, sehr warm wird. Und weil ich das so schon relativ warm fand, weil du normalerweise ja das bei den Tuchmasken so kennst, dass es eher kühlend ist auf der Haut. Und so hat es sich jetzt doch etwas wärmer angefühlt. Also für Leute, die das Gefühl nicht mögen, dass du eine Tuchmaske auf dem Gesicht hast und es dann so kühl wird, ist diese Maske auf jeden Fall mal ein Tipp, ne? Also das kann ich euch dann empfehlen, weil das muckelig warm eigentlich war. Oh, wie schön das jetzt eingezogen ist. Oh. Übrigens muss ich mich kurz korrigieren. Glaube ich. Ich glaube, das heißt Juvenessenz und nicht Juvenessenz. Hier ist noch richtig schön viel Serum drin. Das werde ich mir abfüllen. Und dann kann ich mir das nach und nach aufs Gesicht geben und aufs Hals. Und oh, mega gut. Ja, also sie sollte einen Anti-Aging-Feuchtigkeitskick geben und ein besonderes Pflegeerlebnis. Und feine Linien und Fältchen halt mindern. Und da gucke ich ja immer ganz gerne bei mir auf die Augen. Und da habe ich sowohl feine als auch etwas weniger feine Fältchen, Linien, wie auch immer. Und ich finde, dass meine Haut schon aufgepolstert aussieht, sprich sehr, sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt. Aber da ist jetzt kein. Ich gucke mir das die ganze Zeit selber nochmal an, ne? Kein Boom-Effekt. War aber richtig gut. Also diese Maske hat mir mega gut gefallen. Mal wieder einen Daumen nach oben. So, heute probieren wir mal zusammen von COSI die Cell Radiance Maske aus. Das ist so eine silberne, jedenfalls sieht, also so eine silberne Verpackung. Ich denke, dass diese Tuchmaske aber einfach weiß sein wird. Und ja, die wollte ich mir jetzt heute mit euch zusammen drauf machen. Die ist auch feuchtigkeitsspendend und Konturen glättend. Sowas finde ich immer sehr interessant, weil ich glaube nicht, dass sie meine Konturen wirklich glättet und ich dann
so aussehe. Ja. Also die Maske riecht frisch und sie riecht, als würde sie gleich Feuchtigkeit spenden. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Oha, ja. Die ist mit Feuchtigkeit gut durchnässt. Ich finde auch, dass man bei so einer teuren Maske eigentlich jetzt erwarten sollte, dass sie auch gut funktioniert. Aber da haben wir ja auch schon ganz anderes gelernt. Also die fühlt sich so auf der Haut jetzt schon mal ganz schön an. Ja, ich lasse die jetzt mal ein bisschen einwirken und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine Viertelstunde ist rum und jetzt nehme ich mir das Ding ab. Also ich muss sagen, dass also hier, ne, es ist nicht durchgetrocknet, so wie bei anderen Masken. Dafür sitzt die Maske auch echt nicht so großartig auf der Haut, weil sie sehr dick ist. Aber sie hat sich gut angefühlt, sie hat sehr gut gerochen und ich bin jetzt einfach gespannt, wie die Haut darunter aussieht. Ich finde das immer so großartig, wenn ich die Maske aufhabe und lache, dann sieht man nur so. Ja, also du hast hier immer noch richtig viel Feuchtigkeit drin, also das muss man wirklich sagen. Das hört man auch, ne? Es ist aber nichts runtergetropft, was ich auch sehr interessant fand. Und jetzt massiere ich mir erstmal das übrig gebliebene Serum in die Haut ein. Im ersten Moment, wo ich angefangen habe, das einzumassieren, dachte ich, okay, es fühlt sich sehr samtig an. Dann wurde es jetzt mit der Zeit immer stumpfer. Also, wie beschreibe ich das? Also dieses Serum ist, wenn du es, also ölig würde ich fast schon sagen. Wenn du es einreibst, fühlt es sich samtig an. Aber wenn du dann so die Finger aneinander reibst, dann fühlt es sich stumpf an. Und die Maske krümelt leider auch ein kleines bisschen, obwohl es halt eine Tuchmaske war. Also das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das merke ich richtig, ne? Als hätte ich wirklich jetzt Öl auf der Haut. Also da steht zwar nichts von Öl drauf, aber es fühlt sich an, als hätte ich eine leichte Ölschicht auf meiner Haut. Das ist sehr merkwürdig und es krümelt halt. Also wenn ich so wirklich meine Haut jetzt reibe, habe ich nicht das Gefühl, dass es jetzt großartig noch weiter einzieht, sondern dass es irgendwie, keine Ahnung, krümelig wird. Also ganz leicht, ne? Also ich kann es euch jetzt auch schlecht zeigen, wenn man das wirklich nur so fühlen kann. Finde ich jetzt nicht so bombastisch. Das Ergebnis von der Haut ist gut, ne? Also die ist mit Feuchtigkeit versorgt, die fühlt sich gut an, würde sie nicht krümeln. ja. Und für Mr. Fried hier unten kann die Maske nichts, da kann nur die Erdbeerwoche was für. Aber ganz ehrlich, diese Maske kostet ja, glaube ich, 10 Euro oder sowas im Online-Shop und das ist sie nicht wert. Das ist sie einfach nicht wert. Das ist eben das Problem. Wenn du eine teure Maske verwendest, dann sagst du auch, okay, dann muss die aber auch 10 Euro wert sein für einmal aufs Gesicht draufpacken. Und das ist sie nicht. Nee. Was steht denn hier hinten drauf? Contouring Onsen Spa Sheet Mask. Intensive Pflegemaske mit Soja Repair Cocktail und Thermalwasser aus den japanischen Onsen Quellen, die der Haut erfrischende Feuchtigkeit spendet und ihr gleichzeitig ein straffes, geliftetes Gefühl schenkt für sichtbar definiertere Gesichtskonturen. Feuchtigkeit ja, geliftet nein, straff nein, definierte Gesichtskonturen. Weiß ich nicht. Nicht mehr als bei den anderen, die ich jetzt mit euch zusammen hier getestet habe. Also, und sie krümelt. Das steht hier hinten nicht drauf. Leute, leider nein. Leider nein. Guten Morgen. Am Wochenende starte ich immer ganz gerne, morgens eine Maske aufzusetzen. Ich weiß nicht, da hat man ein bisschen mehr Zeit und kann sich dann auch einfach mal dieses Wellness-Gefühl auch am Morgen gönnen. Und da wollte ich gerne mit euch die Isana Young Tuchmaske Flower Power ausprobieren. Ja, da bin ich ganz gespannt drauf. Das war eine Limited Edition und ich glaube, das ist irgendeine gewesen, die auch im Sommer eine LE war. Bin mir da aber gerade nicht ganz sicher. Ja. Und die wollte ich auf jeden Fall mal mit euch testen. Das heißt, ich habe den Toner drauf gemacht. Das heißt, ich habe mein Gesicht gewaschen, dann habe ich einen Toner drauf gemacht. Und jetzt kommt die Tuchmaske. Los geht's. Party Time! Flower Power ist dein Thema. Heute wirst du zum Hippie. Peace out. Mach dich glücklich, sei euphorisch, hab gute Laune und trag die Freude auf deinem Gesicht. Sehr schön. Ich bin gespannt, ob ich wirklich dadurch zum Hippie werde, Leute. Und die Maske soll einfach nur pflegend sein. Versprechen ist also nicht allzu hoch. Und es ist Isana Young. Ja, komm, ne?
Ich fühle mich heute mal ein bisschen jünger. Die riecht sehr sanft, aber hat vom Geruch ein bisschen was wie Autowaschanlage. Finde ich. Hier haben wir die Maske. Oh, sie tropft. Ja, so sehe ich nicht aus. Die ist echt geil. Ja gut, lassen wir das Ganze mal 20 Minuten einwirken und wir sehen uns gleich wieder. So, 20 Minuten später sehe ich immer noch etwas merkwürdig aus. Also ich habe keine Ahnung, woran mich das erinnern soll. Ich meine, das sollen ja hier die Haare darstellen, das die Cheeks, aber es sieht jetzt nicht so aus, als würde ich jetzt das Hippie-Feeling schlechthin haben. Aber gut, ich nehme sie jetzt mal ab. Du hast ja auch immer noch sehr gut Feuchtigkeit drin. Und es steht tatsächlich auf der Packung drauf, dass man jetzt nicht irgendwie die Rückstände einmassieren soll, sondern dass sie mit einem Kosmetiktuch entfernt werden sollen. Und das mache ich jetzt. So, ich habe das jetzt ja einfach nur abgetupft und so sieht das Kosmetiktuch dann aus. Also es ist gut was in das Tuch reingekommen. Ja, also die Maske sollte ja tatsächlich nur pflegen und das hat sie getan. Also meine Haut sieht gepflegt aus. Sie hat jetzt nicht großartig Feuchtigkeit gespendet oder so. Aber ich fühle mich auf jeden Fall erfrischt und fit for the day, um das mal so zu sagen. Ja, natürlich werde ich eine Gesichtscreme oder sowas verwenden müssen. Aber es sollte ja wirklich nur pflegen und ich finde, meine Haut sieht für einen Samstagmorgen, ja gut, es ist schon 12 Uhr, aber für einen Samstagmorgen doch ganz gut aus. Schöne Maske, aber ja, jetzt nichts Besonderes in dem Sinne. War in Ordnung, aber war jetzt nicht bombastisch, ne? Also, ja. Die Frage aller Fragen, kann ich euch die Maske empfehlen? Man bekommt sie für relativ kleines Geld, aber ich würde tatsächlich andere Masken dieser Maske vorziehen. Vielleicht, ja, muss es nicht unbedingt diese hier sein. So, jetzt nachdem ich die letzte Maske gerade drauf gemacht habe und jetzt erfrischt vor euch sitze, wollte ich euch jetzt mal die ungeschminkte Wahrheit erzählen. Nein, ich stelle euch jetzt mal mein Ranking vor. ja, auf dem letzten Platz gelandet. Leider, leider die von Cosé, also die teuerste Maske, glaube ich, die ich hier dabei hatte, ist das. Die krümelt mir einfach zu sehr und hat nicht die Pflegewirkung gegeben, die sie machen sollte. Auf dem sechsten Platz ist die von Isana, weil ich finde, dass die anderen Masken, die ich hier getestet habe, doch etwas besser waren. Und ja, sie ist jetzt wahrscheinlich auch einfach nichts für den Winter, sondern eher was für den Sommer. Auf Platz Nummer 5 ist die Xmas Spice Maske von Face Love gelandet. Da fand ich die anderen Masken, die jetzt gleich kommen, einfach besser und mich hat einfach ein kleines bisschen die Pflegewirkung und das Optische irritiert. Auf Platz Nummer 4 haben wir hier von Salt House die Totes Meer Maske mit Mineralien. Die hat mir ein bisschen zu sehr geprickelt, aber sie hat eine schöne Pflegewirkung gemacht, sodass ihr euch diese Maske auf jeden Fall mal anschauen solltet. Ja, ne? Ist ganz, ganz gut, aber nicht so gut wie die drei, die jetzt kommen. Auf Platz Nummer 3 habe ich von Balea diese Limited Edition. Guckt euch die auf jeden Fall mal an. Das ist die BQ-Tuchmaske, wo man halt ganz niedlich aussieht wie ein Reh oder wie mein Freund sagen würde, wie ein Tiger. Ja, also ich fand sie ganz gut. Ich fand den Geruch auch sehr angenehm und kann euch die auf jeden Fall empfehlen. Auf Platz Nummer 2 ist von Balea die Folientuchmaske. Die fand ich echt cool. Also die hat mich wirklich überrascht und es war einfach mal was anderes, ne? Also ich glaube, so eine witzige Maske habe ich jetzt in dem Sinne noch nie gehabt. Ja, und fand die Pflegewirkung sehr angenehm. Ich fand das Tragegefühl sehr angenehm. Deswegen verdient er Platz 2. Schaut euch die an, falls es die noch gibt. Also es war jetzt irgendwie nicht eine Limited Edition oder sowas. Die kann ich euch empfehlen. Und auf dem ersten Platz, liebe Emilia, vielen, vielen Dank. Die von Sephora, hier, die fand ich ultra. Also wie eine zweite Haut. Richtig geile Pflege. Also mega geil. Ich bin nächste Woche mit meiner Mama in der Stadt und da wollte ich mal so ein bisschen einen Ausschau danach halten. Vielleicht komme ich beim Sephora vorbei und kann dann auch mal deinen Gutschein einlösen, beziehungsweise beim Galeria Kaufhof. Ha, mega. So, ihr Lieben, das war jetzt mein Ranking. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare unten rein, ob ihr das genauso seht, ob das auch für euch euer Platz 1 ist. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich wie immer mega drüber freuen. Diese Woche hat mein Gesicht schön Pflege bekommen, also es fühlt sich ganz gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen, fühlt euch ganz doll gedrückt von mir.
Und ja, ich verlinke euch hier oben mal meine Playlist. Claudi testet alles. Dann hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!